die Regenbogenfamilie. Das sind Herr und Frau Regenbogen und ihre drei Kinder. Hannes, Steffi und Alex. Einen schönen Tag, jetzt fliegt die Familie auf eine einsame Insel. Dort angekommen, erkunden sie mit einer Pferdekutsche die Umgebung. Sie entdecken einen wunderschönen Strand, wo es ganz viel Eis gibt. Gegen Abend entzünden sie ein Lagerfeuer. Direkt am Meer. Oh, was ist das? Auf dem Wasser schwimmt eine geheimnisvolle Flasche. Herr Regenbogen ist so mutig und holt sie an Land. Aus der Flasche entrollt sich eine Karte, die auf einen Piratenschatz hinweist. Nach einer abenteuerlichen Suche finden sie den Schatz. Auf den Regenbogen rutschen sie mit dem Schatz nach Hause. Ein Teil des Schatzes schenken sie der Regenbogenschule. Für einen neuen Spielplatz. Die Freude ist bei allen sehr groß. Wenn sie nicht gestorben sind, dann nehmen sie noch heute.